Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtbeiß und ich darf Sie sehr herzlich zu diesem Lunch-Update begrüßen. Spannende Zeiten, das Thema Zinsen und Renditen treibt die Kapitalmärkte und die Anleger um. Wie sind Aktien nun zu bewerten? Müssen wir Vermögenswerte mit höheren Zinsen diskontieren? Das gilt nicht nur für Aktien, das würde auch für Immobilien gelten. Wie ist es mit den Zahlungsströmen von Infrastrukturinvestments, wenn der sichere Zins von Staatsanleihen nach oben geht? Also wirklich ein wichtiges Thema und wir wollen nun verschiedene Facetten beleuchten. Die Dauer soll rund 15 Minuten betragen. Dann werden wir die Aufnahme beenden, um dann noch in kleinerer Runde entsprechend hier Fragen zu diskutieren. Die Schlagzeilen, die kennen Sie alle entsprechend aus den Medien. Die steigenden Renditen sind allpräsent. Sind wir eigentlich reif für die Zinswende? Das gilt natürlich zum einen für die Bewertung von Vermögenspreisen, die in Teilsegmenten vielleicht sogar zur Perfektion gepreist sind auf nie mehr steigende nominelle oder reale Zinsen. Und sind die Anleger auch reif dafür, dass Geld wieder etwas kostet, nicht nur als Investoren, sondern auch als Darlehensnehmer? Denn die hohen Inflationsraten, ein Thema, was der Markt heute stark fokussieren wird, da wir die Konsumentenpreise in den USA am heutigen Nachmittag erhalten werden, da wird ein starker Fokus drauf liegen. Reaktion der Notenbanken, straffere Geldpolitik voraus, auch das schauen wir uns kurz an. Und ein Thema, was aktuell häufiger durch die Medien geistert, sind die steigenden Renditen der Vorbote einer neuen Euro-Krise. Also werden wir vieles, was wir bereits aus vergangenen Jahren kennen, wieder hören, wieder lesen. Also die Transferunion von Nord nach Süd, die Tage-Zwei-Seiten, die Vergemeinschaftung von Schulden, Sie allen kennen diese Themen bis zur Genüge. Da wurde es etwas ruhig in den letzten Jahren, aber ich glaube, wir werden viele Schlagzeilen auch in der Zukunft erneut sehen. Und abschließend aus der Beratungsperspektive ein übersehenes Risiko in der Vermögensanlage, was ich auch entsprechend noch kurz thematisieren möchte. Vorab sei gesagt, wir gehen davon aus, dass der Schutzengel der Kapitalmärkte, dass die Notenbanken uns auch dauerhaft erhalten bleiben. Also ich glaube, man muss hier sehr stark differenzieren, was die Aktivitäten der Notenbanken angeht, weil die Notenbanken sind natürlich auch data dependent, also die schauen natürlich auch auf Daten, die wissen, dass sie in Sachen Inflation etwas hinter der Kurve sind. Die müssen nun Kreditwürdigkeit wieder zurückerlangen. Wir sehen, dass auch die Notenbanken beispielsweise in England oder auch in den USA sich teilweise anders verhalten als das, was die EZB macht. Und daraus resultiert natürlich auch die Frage, kriegen wir in der westlichen Welt einen synchronen Zinsaufschwung oder wird das vielleicht ein bisschen heterogener sein? USA und UK deutlich entsprechend vor der Eurozone, China für sich sowieso separat zu betrachten, was auch nochmal in der Portfolio-Allokationsperspektive natürlich ganz wichtig ist aus einem Diversifikationsaspekt. Aber alles in allem, ich glaube, es ist eines klar. Sollte sich die Wirtschaft abschwächen, sollte der Arbeitsmarkt entsprechend wieder vor nachhaltige Probleme gestellt werden, dann werden die Notenbanken auch da sein. Vereinfacht kann man also sagen, ja, der Schutzengel der Märkte bleibt uns erhalten. Die Interventionen der Notenbanken werden immer da sein, wenn die Wirtschaft sie braucht. Das hat natürlich auch gewisse moralische Probleme, die ich jetzt hier gar nicht vertiefen möchte. Aber dieser klassische Notenbankput, also dieses Vertrauen der Marktteilnehmer, dass die Notenbanken eingreifen, beispielsweise auch wenn Vermögenspreise niedrig sind, infolge von Verunsicherung, infolge von Illiquidität an den Märkten, denken Sie an die Subprime-Krise in den Jahren 2008, 2009, infolge von Verunsicherung und offensichtlichen Problemen, denken Sie an die Staatsschuldenkrise in der Eurozone dementsprechend und natürlich auch als Finanzierung des Staates im Rahmen dessen, was wir an Transferleistungen der Staaten an die privaten Haushalte gesehen haben. Auch das muss ja finanziert werden von dem Lender of Last Resort und das sind eben die Notenbanken. Aber ganz klar, dieser Put, diese Funktion, die Wirtschaft und damit auch die Gewinne der Unternehmen und damit auch die Kapitalmärkte zu stabilisieren, das ist wahrscheinlich nicht relevant, wenn der Aktienmarkt mal 6, 7 oder 10% fällt, sondern da müssen die Bedeutungen und die Bewegungen wahrscheinlich deutlich stärker sein. Vor allem muss man dies auch in der Realwirtschaft, also speziell am Arbeitsmarkt, sehen. Und von daher einfach nur auf die Vermögenspreise zu schauen, aus unserer Perspektive zu kurz gesprungen. Man muss wirklich dann auch die Realwirtschaft betrachten und dann sich klar machen, was haben die Notenbanken stärker im Blick. Das eine ist vielleicht einfach ein Beiwerk dessen,
also der Effekt auf die Vermögenspreise, was wir eben sehen, wenn man die Realwirtschaft, konkret eben den Arbeitsmarkt hier stützt. Von daher, in der aktuellen Situation, wir sollten nicht nur auf den Leitzins schauen, da gibt es ja viele Diskussionen, was Erhöhungen angeht, das kennen Sie alles, aber ich glaube, die große Frage ist natürlich, wie sind eigentlich diese Anleihekäufe, also dieses Instrument der Intervention, was wir im Nachgang der Subprime-Krise gesehen haben, wie sind die eigentlich in Äquivalente zu Leitzinsveränderungen zu sehen? Und hier mal diese Übung, Sie sehen das hier entsprechend in Rot dargestellt für die Notenbanken der etablierten Industrienationen. Da versucht man so eine Art Shadow, also eine Schatten-Leitzinsbetrachtung zu machen. Und da sehen Sie eben, dass dann diese massiven Interventionen der Notenbanken, speziell natürlich dann auch nochmal auch in der Eurozone mit Mario Draghi, whatever it takes, was natürlich dazu geführt hat, dass quasi dieser theoretische, rechnerische Schattenzins deutlich in den negativen Bereich gegangen ist. Also Sie sehen schon hier die Leitzinsen in Grau, die haben sich gar nicht mehr verändert, aber eben diese Schattenzinsen, also diese umgerechneten Effekte der Anleiheaufkaufprogramme, die die Notenbanken als künstliche Versorger oder Nachfrager haben auftreten lassen, nach Anleihen. Diesen Effekt sehen wir natürlich hier sehr deutlich. Wir haben es in der Corona-Phase sehr deutlich gesehen. Und wenn die Notenbanken eben nun weniger Anleihen aufkaufen, dann sehen wir eben, dass die Geldpolitik sich immer mehr dem annähert, was man von vor den Krisen der letzten Jahre kannte, eben das wesentliche Element erstmal nur mit den Leitzinsen. Die einen werden es schneller schaffen, sich von solchen Interventionen zu verabschieden. Die USA in der Eurozone stellen wir ja fest, dass man da nochmal deutlich sorgfältiger agiert, was vielleicht auch darin liegt, dass wir strukturell einige Probleme haben, aber das sehen wir auch gleich. Interessant natürlich auch, wenn Sie hier in Schwarz den globalen Aktienmarkt gemessen am MSCI All Country World Index betrachten, dann natürlich auch interessant, dass dieser Rückgang, den wir auf dieser Indexebene gar nicht gesehen haben, durch die Notenbankinterventionen und durch die großen Unternehmen, die natürlich hier die Indizes oben halten durch die Marktkapitalisierungsgewichtete Berechnungslogik, da ist es natürlich schon interessant zu sehen, dass sie eben diesen Anstieg oder diese Verknappung der Liquidität, dass wir die eben gesehen haben in speziellen Marktsegmenten. Denken Sie an das Thema Kryptowährungen, die Entwicklung vom Hoch, denken Sie an teilweise gehypte Segmente im Bereich Internet, Megatrends, nachhaltiges Investieren und ähnliches. Und da ist ja die Luft doch deutlich zum Teil rausgegangen. Also Rückschläge von 40-50%. Wir sehen auch bei anderen Unternehmen, die im Index geringer gewichtet sind, da gibt es Rückgänge von 20%. Am US-Technologie-Index, da sehen Sie auch Rückgänge 30-40-50%. Also es passt eigentlich schon ganz gut dazu, dass diese geldpolitische Verknappung, die Sie auch hier in dieser umgerechneten Komponente sehen, sich eben schon in sehr gehypten Marktsegmenten entsprechend niedergeschlagen hat. Und auch hier der Blick natürlich auf die Anlagesegmente im Anleihebereich. Also Sie sehen hier Hochzinsanleihen, nachrangige Anleihen von Banken, Unternehmensanleihen guter Bonität, also Investment Grade Rating. Wir sehen hier Staatsanleihen der Eurozone gewichtet entsprechend und hier deutsche Bundesanleihen. Und diese Balken zeigen Ihnen jeweils an der Hochachse dargestellt eben die Renditen auf der Indexebene. Und in Blau, das sind die jüngsten Marktdaten, in Rot vor einem Monat, in Grün vor drei Monaten und in diesem Schicken Pink vor einem Jahr. Und wenn Sie das mal betrachten für deutsche Bundesanleihen, da sehen Sie eben, da waren wir vor einem Jahr noch bei einem Minus von 0,7% und aktuell sind wir da bei 0. Das heißt, die Renditen sind um 0,7% gestiegen. Das ist durchaus beachtenswert. Oder nehmen Sie Unternehmensanleihen, die standen bei 0,25%, standen jetzt kürzlich sogar bei 1,25%. Das heißt, die Renditen haben sich verfünffacht. Wir stellen fest, gerade für unsere großen Unternehmenskunden oder sonstige Kunden, die sehr, sehr viel Liquidität halten, aber die zu vermögend sind, als dass man das Gegenparteienrisiko von Bankanlagen tragen möchte. Da sehen wir jetzt, dass durch die gestiegenen Renditen es hier zu Kursgewinnen gab. Das heißt, jetzt kann es durchaus mal wieder interessant sein, über kurzlaufende Unternehmensanleihen entsprechend sich zu positionieren, um eben eine Vermeidung zu generieren, was eben den Strafzins, die sogenannten Verwahrentgelte angeht. Also auch das ein interessantes Thema. Wir bekommen auch von Banken und Vermögensverwaltern quasi täglich Vorschläge geschickt im Unternehmensanleihebereich, um eben hier Renditen zu erzielen, die leicht positiv sind, aber in Kombination mit dem Strafzins natürlich schon wieder ein Rendite-Risikoprofil ergeben, was es überlegenswert macht für die Liquidität, zumindest für die Liquidität, die auf ein Jahr plus gedacht ist, hier entsprechend sich zu positionieren.
Also dieser Anstieg dann doch in der Dimension wirklich bemerkenswert. Sie sind auch bei Hochzinsanleihen hier von 2,6% auf 4%. Also wenn Sie das mal als prozentuale Veränderung nehmen, das natürlich sehr deutlich. Und das werden wir natürlich auch jetzt entsprechend bei Baufinanzierungen sehen, wo ja zum einen die Zinsen steigen, dazu noch auch regulatorische Themen hinzukommen. Also ich bin mal sehr gespannt, wo die Baufinanzierungszinsen hingehen und wie sich das am Markt auswirkt, wo der Verkäufer noch die Vorstellung hat von Preisen, die auf niedrigeren Zinsen basieren, aber der Käufer mit Baufinanzierungskonditionen konfrontiert ist, die natürlich eben schon deutlich höher sind. Und wie gesagt, 0,5%, 1%, das klingt nicht viel, aber wenn Sie mal 1% rechnen auf ein Kreditvolumen von 1 Million Euro, das sind 10.000 Euro im Jahr, wenn Sie das netto rechnen, weil Sie die Immobilie selbst nutzen, dann müssen Sie 20.000 Euro brutto verdienen, um die 10.000 Euro netto mehr zu stemmen. Also, das sind schon Dimensionen und es wird sehr interessant sein zu sehen, was die Preise daraus machen. Für die Kapitalanlagen selbst muss man sagen, im Anleihebereich war es lange uninteressant, in den durch die Notenbanken stark verzerrten Märkte sich zu engagieren. Meistens haben es inflationsgebundene Anleihen oder auch Unternehmensanleiheindizes. Dann hat man mal kürzere Laufzeiten gewählt oder hat sie dann ganz herausgenommen und hat quasi im Anleihebereich eher nur kurzlaufende Staatsanleihen eingesetzt und dafür das Konjunkturrisiko über die Aktienseite umgesetzt. Auch da werden wir jetzt mit steigenden Renditen wieder sehen, dass auch das Thema aktives Mitdenken und auch Managerselektion und Strategieselektion im Anleihebereich wieder attraktiver, immer in der relativen Betrachtung, aber auch lohnenswerter hier an dieser Stelle werden. Also auch wirklich das ein neues Thema, wenn Sie da die Factsheets von teilweise ETFs anschauen, die Indizes abbilden und die sind eben nicht mehr quasi null oder negativ, sondern da steht dann auch eine positive Rendite drauf, auch wenn sie natürlich sehr klein ist. Sind denn die steigenden Renditen Vorboten einer neuen Euro-Krise? Das eignet sich natürlich immer gut, um auf YouTube Reichweite zu gewinnen oder Bücher zu verkaufen. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, sehen hier in Orange dargestellt die Aufschläge von spanischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen und in Blau Italien. Und Italien ja auch so ein bisschen immer dieses Thema, wo man sagt, oh, wann können die Staaten höhere Zinsen nicht mehr tragen? Wann bekommen wir diese alten Euro-Diskussionen? Und Sie sehen hier die Aufschläge dementsprechend. Italien zahlt 1,5% mehr für seine Staatsanleihen im 10-jährigen Bereich, nämlich 1,7% und Deutschland aktuell 0,2%. Hier sehen wir uns das Ganze nochmal an und ich habe Ihnen hier eingemalt die Todeszone von 7%, die man so nach der Finanzkrise in dieser Euro- und Staatsschuldenkrise thematisierte, dass man gesagt hat, oh, 7% Zins, dann können die Staaten das nicht mehr zahlen. Heute ist diese Todeszone mit Sicherheit niedriger, weil die Schulden ja nochmal deutlich gestiegen sind in den vergangenen Jahren. Aber wenn wir uns hier momentan die absoluten Renditen anschauen für Italien oder auch für Griechenland, oben sehen Sie die Veränderungen in Basispunkten. Das ist natürlich noch tragbar und nun wird man austarieren, wie hoch können die Renditen gehen, bevor es für die Staaten problematisch wird. Wann werden wir wieder planwirtschaftliche Eingriffe der Europäischen Zentralbank sehen? Ja, eben genau das Thema, was die Amerikaner in diesem Umfang eben nicht machen müssen. Also von daher auch die Unterscheidung Euro-Raum versus dem Dollarraum. Vieles ist gleich, aber vieles ist natürlich doch auch anders und das hat Auswirkungen auf die politische Risikoprämie von beispielsweise Vermögensklassen, was die Bewertung von Aktien und Ähnlichem angeht. Das hat wieder Auswirkungen auf Währungsüberlegungen. Also auch dieses Thema sollte man beachten. Aber aus unserer Perspektive, um das nochmal vorwegzunehmen, wir sehen keine negative Feedback-Loop, wie wir es damals hatten, wo man gesagt hat, oh, die Banken, das sind die großen Bestandshalter von Staatsanleihen. Wenn die Staaten ihre Schulden nicht bedienen können, dann kommt es zu massiven Abschreibungen bei den Banken. Banken können sogar insolvent werden. Wir sehen das aktuell nicht, weil damals auch die Entwicklung der Bankaktien extrem negativ, um das auszudrücken. Natürlich neben vielen anderen Problemen, Banken im Geschäftsmodell und neuen Wettbewerbern, aber wir sehen aktuell, dass Banken im Euroraum tendenziell eher gefragt sind. Warum? Die Wirtschaft läuft vernünftig, die Unternehmen können ihre Schulden bedienen. Wir sehen vielleicht die Rückkehr der Zinsen, wir sehen gegebenenfalls eine steilere Zinsstrukturkurve, dazu die Banken günstig bewertet in Relation zu vielen anderen Aspekten oder Segmenten am Aktienmarkt und dann auch in vielen Indizes deutlich geringer gewichtet als beispielsweise vor der Finanzkrise. Also von daher auch die Banken muss man im Blick halten. Aktuell muss man sagen, kein negativer Feedback-Loop, weil natürlich auch die Staatsanleihen heute eher bei den Notenbanken im System der Europäischen Zentralbanken liegen. Aber nichtsdestotrotz, die Bankaktien sind
sowohl aus der Risikobetrachtungsperspektive als auch aus der Diversifikationsperspektive für den Portfolio-Kontext sehr stark im Blick zu halten. Insgesamt das Thema, wenn man es also auf die Anlagen am Aktienmarkt fokussiert, dann kommen Sie auf diese Kernfrage. Steigende Renditen bedeutet, Aktien werden mit einem höheren Zins diskontiert. Und jetzt kann man sagen, dann müssten Sie ja Ceteris Paribus ja eigentlich fallen. Also wenn die Zinsen steigen, müssen die Unternehmen mit einem höheren Zins diskontiert werden. Also werden die Unternehmensgewinne oder die Unternehmensbewertungen sich in niedrigeren Aktienkursen ausdrücken. Aber wir haben natürlich Nachholeffekte in der Wirtschaft, weil ohne eine vernünftige Wirtschaft hätten wir auch keine steigenden Zinsen. Wir sehen natürlich auch, dass es große Nachholeffekte in der Wirtschaft gibt. Das begünstigt den Umsatz der Unternehmen. Aber wir müssen auf die Margen achten. Sie alle wissen um die Probleme im Einkauf. Wir sehen zum Teil steigende Löhne. Und dann ist nämlich die Frage, können die Unternehmen ihre Margen halten? Werden sie sinken? Manche Unternehmen werden sie ausbauen können. Und diese Problematik führt dazu, dass sie momentan im Aktienbereich viele Marktteilnehmer, die sagen, okay, Aktien machen Sinn, aber wir wollen Qualitätsaktien, wir wollen Aktien mit einem sogenannten Moat, einem Burggraben, also sprich, die auch in der Lage sind, höhere Margen durchzusetzen und deren Geschäftsmodelle ganz gut abgeschottet sind, eben durch den Burggraben gegenüber Wettbewerbern. Allerdings das große Problem an dieser Sache, man hört es momentan gefühlt etwas zu oft. Also die große Frage, welche Einflussfaktoren sind höher zu gewichten? Auf der einen Seite das höhere Zinsniveau, auf der anderen Seite eigentlich die positive Entwicklung auf der Unternehmensseite mit der Unsicherheit der Margen und dementsprechend, ich glaube, das Ganze bricht sich sehr stark runter auf eine Timing-Diskussion. Also an Tagen, wo die Aktien nach oben gehen, heißt es, ach, die Wirtschaft ist gut, die Unternehmen können steigende Zinsen verkraften. Am nächsten Tag fallen die Aktienkurse, dann heißt es, die Wirtschaft ist vielleicht doch nicht stark genug, die Unternehmensgewinne kommen zurück und dann ist es doch eine Belastung. Also je nachdem, wie der Aktienmarkt sich gerade entwickelt, wird die eine oder die andere These stärker in den Fokus gerückt. Und wir glauben, dieses Timing macht keinen Sinn. Es macht Sinn, einen entsprechenden Anlagehorizont zu haben, wie er bei Aktien ohnehin gegeben sein sollte. Und dementsprechend das nochmal als zentrales Thema auch. Wir reden über Zinsen. Wir müssen immer unterscheiden, Nominalzins oder Realzins. Realzins ist unter Betrachtung der Inflation. Wir sehen, dass wir aus sehr, sehr negativen Realzinsen kommen. Also hier Deutschland minus 5%, USA teilweise fast 7% negativer Zins, hat sich nicht im Goldpreis manifestiert, Stand jetzt. Und eins ist, glaube ich, klar, wir sehen, dass durch die steigenden Anleiherenditen im langfristigen Bereich die Realzinsen oder die Realrenditen schon wieder weniger negativ sind. Das hat eine Auswirkung. Wenn natürlich auch nochmal Leitzinsanpassungen dazukommen und vielleicht auch die Inflationsrate auf Sicht der nächsten 12 Monate fällt, weil der Effekt der Energiepreise aufgrund der Basiseffektthematik nachlässt, wenn sich Lieferengpässe in der Perspektive über 12 Monate nivellieren, wenn wir sehen, dass Effekte wie die gestiegenen Gebrauchtwagenpreise und Ähnliches auch ein bisschen zurückkommen, dann haben Sie eben zwei Effekte, die Zinsen gehen ein bisschen hoch oder die Renditen und auf der anderen Seite bleibt die Inflation höher als die letzten 10 Jahre, aber eben nicht mehr bei 4, 5, 6, 7%, sondern vielleicht bei 3,5%. Das heißt, wir haben steigende Realrenditen, steigende Realzinsen am Ende des Tages auch und dementsprechend, wir glauben, die Realzinsen bleiben negativ, aber nicht mehr so negativ, wie es mal war. Und von daher, in einem Umfeld mit negativen Realrenditen können positive Renditen, die die Kaufkraft erhalten, nur über die Vereinnahmung von Risikoprämien stattfinden. Entweder ich beteilige mich unternehmerisch, dann bin ich am Aktienmarkt, oder ich vergebe Kredite, dann bin ich am Anleihenmarkt. So simpel ist es dann am Ende des Tages. Und von daher glaube ich, das Big Picture muss man mit einem 3-Jahres-Horizont im Blick halten und nicht täglich sich darüber Gedanken machen, wiegt jetzt die Wirtschaft, die Unternehmensgewinne stärker oder wirkt jetzt die Zinsseite entsprechend hier stärker, was den Aktienmarkt betrifft. Also Zwischenfazit, steigende Renditen haben Konsequenzen, aber es gibt keinen Grund, den nächsten Weltuntergang zu konstruieren. Denken Sie auch unsere Notenbanken, die entsprechend im Hintergrund daher aktiv sind. Die Entwicklung von Banken ist ein guter Krisenindikator und wir glauben, wenn die Zinsen zu sehr steigen, Thema Tragfähigkeit auf der Schulden für die Staaten, damit die Notenbanken natürlich auch verbal zumindest ein bisschen zurückrudern. Die veränderten Zinsen und Renditen, die gehen natürlich in einer Welt, die für Perfektion gepreist ist, also auf quasi auf ewig da niederliegende nominelle Zinsen. Das kann natürlich nicht geräuschlos ablaufen und man kann sagen, je größer die Klumpenrisiken und je größer die Ungleichgewichte und mehr
desto mehr Long-Duration-Assets man im Portfolio hat, also zinsabhängige Titel, auch im Aktienbereich. Und je stärker man in Hype-Themen engagiert ist, die sehr teuer sind oder einfach auf Basis des Umsatzes sehr hohe Erwartungshaltungen hatten, da hat man schon gesehen, da kam natürlich ein bisschen Realitätssinn mit rein. Deswegen glauben wir, strategische Asset Allocation ist die Basis und das Timing muss in klaren Bandbreiten hier erfolgen. Was auch noch auffällig ist, dass viele Marktteilnehmer, viele Fondsmanager, Vermögensverwalter, aber auch Anleger, die haben die gleiche Meinung und sind sehr gleichgerichtet, was ihre Meinung angeht. Also die Inflation wird zurückkommen, das scheint Konsens zu sein, Renditen werden steigen, aber nicht zu stark. Im Aktienbereich natürlich, Aktien ist the place to be, aber Burggraben-Quality-Ansatz dementsprechend. Und was wir oft sehen, ist, dass Anleger sagen, naja, meine Anlagestrategie ist beispielhaft 50 Aktien, 50 Anleihen und ich möchte einfach mein Risiko streuen, also wähle ich drei verschiedene Manager. Ich gebe ein Drittel an Manager A, ein Drittel an Manager B und ein Drittel an Manager C und dann bin ich schon diversifiziert. Und das ist in vielen Fällen ein Irrglaube, weil wenn Sie Mandate haben, auch Fonds, die ähnlich ausgerichtet sind und auf dem gleichen Common Sense der Investmentindustrie basieren, dann haben Sie natürlich keine große Risikostreuung, weil in guten Marktphasen wird der gute Manager 12% steigen, der Index vielleicht 10% und der schlechtere Manager, der macht vielleicht 8%. Aber im Schnitt haben sie mehr oder weniger diese 10% Rendite, weil vieles sich aufhebt. Heißt aber auch, ihr Risiko ist deutlich konzentrierter, als man es aus der Verteilung von drei Managern erwarten würde. Wenn es runtergeht, genau das Gleiche. Der eine fällt 12%, der andere 10%, der andere fällt 8%. Also sie haben eine Risikostreuung nur im Sinne von der Bewegung, aber nicht von den Einflussfaktoren auf Rendite und Risiko. Von daher ein sehr guter Ansatz, nicht nur in Multi-Manager-Ansätzen zu denken, sondern eher in Multi-Strategie-Ansätzen. Auch ein Thema, was wir neulich in einer Online-Konferenz thematisiert haben, was Sie auch auf unserem YouTube-Kanal entsprechend finden. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Thema in der jetzigen Zeit, wo wir eine Gezeitenwende haben. Das muss man schon so sagen. Zumindest in der Erwartungshaltung. Da geht es natürlich darum, Klumpenrisiken zu erkennen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es auch schon an Ausführungen gewesen sein. Ich schaue mal nach. 12:22 Uhr, naja gut, nur 50% Zeit unter Überschreitung, aber die Notenbanken waren ja auch etwas hinter der Kurve, von daher bin ich da in ganz guter Gesellschaft. Von daher, ich würde nun an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden, darf mich bei all denjenigen verabschieden, die uns jetzt verlassen und alle anderen lade ich natürlich gerne noch ein, Fragen zu stellen, aber das kann natürlich in diesem Rahmen sein, aber gerne natürlich auch im Nachgang bei Ihrem gewohnten Ansprechpartner.